Hallo, ich grüße euch zum Teil 35e. Ich würde gerne nochmal eine Geschichte machen und zwar zu der Geburtsurkunde. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass einige jetzt dabei sind, sich so als souveräner Mensch und so weiter zu etablieren. Ihr wisst ja, dass in den Zeiträumen, also angefangen von den alten germanischen Ständen, Jahr 9, Sieg über das Römische Reich, wurde das ja und dann fortgeschrieben, das war also die Blütezeit. Und dann hat er mal versucht, die bürgerlichen Rechte immer weiter zu beschneiden. Und das war aber im Jahr so 900 oder 1000, so waren also die Bürgerrechte sehr weit entwickelt. Ne? Und dann kam es zu irgendeiner Entwicklung, wo das dann bis zum entscheidenden Datum, also 28.10.1918, eben auch zu einer Rückentwicklung gekommen ist. Ja, teilweise ist auch die Kulturrevolution von Bismarck dort gewesen und so weiter. Und viele Leute sagen, na, wir müssen ja das Maximum der Menschenrechte rausholen und greifen da also bis ins Jahr 900 oder was auch immer zurück. Die Entwicklung ist sehr löblich, das hat aber eben keinen Sinn. Und zwar liegt der Grund ja darin begründet, dass wir das nicht wollten und nicht jedem zugestehen würden. Natürlich wollen wir das, aber da es einen Krieg gegeben hat und einen Waffenstillstand, muss er dann, wenn der Friedensschluss dann wirklich mal passiert, da haben wir ja zwar den Friedensvertrag von Brest-Litowsk mit dem mit der Russischen Föderation, die ja der Rechtsnachfolger des Zarenreichs ist. Aber bei Friedensschluss muss der Rechtsstand hergestellt sein, der sozusagen das Ende des der Staatlichkeit bedeutet. Und das ist genau der 28.10.1918 0 Uhr, weil an diesem Tag war dann der Putsch und der Kaiser geflohen und da gehört dieser Tag schon nicht mehr dazu. Ja, so, also ist der Schnitt bei 0 Uhr, ich beim letzten Video schon erklärt. So, und nun ist natürlich klar, dass das natürlich zu dem Zeitpunkt schon auch einige Einschränkungen und Einmischungen der Kirche gegeben hat und so weiter, was viele nicht wollen. Aber es wird auf jeden Fall auf diesen Stand zurückgesetzt. Das hängt mit dem Notstandsrecht zusammen. Ne? Das heißt, zur Wahl des Verwesers wird auf den 28.10.1918 zurückgesetzt und dann muss dieser Verweser diese alten Bürgerrechte wieder neu einsetzen. Das ist der Weg und das müsst ihr erstmal begriffen haben. Deswegen hat es keinen Sinn, wenn er da irgendwas macht, was vor diesem Datum ist, weil es wird erstmal wieder auf diesen Zeitpunkt zurückgesetzt und dann muss der neu gewählte Verweser diese alten Rechte wieder die volle Souveränität des Menschen herstellen und zwar durch Regierungserklärung und Staatsvertrag. Das ist doch die Herangehensweise. Deswegen hat das keinen Sinn, wenn ihr euch da alte Pergamenten aus dem alten Ägypten kommen lasst, wo ich euch Brief und Siegel gebe, dass das mit Sicherheit irgendwelches groß ist, was sie da gepresst haben, aber auch kein richtiges Pergament, weil das kann man kaum bezahlen. Lass es einfach weg. Die haben 1918 einfach nur ganz normales Papier genommen, was sie in ihrer Papierhandlung gekriegt haben, und das hat die Gemeinde dort verwendet. Da könnt ihr uralte Dokumente angucken, das ist alles irgendwie Allgebrauchspapier. Und das ist gültiges staatliches Dokument. Und ihr kennt, es ist eine sportliche Aufgabe, sich die alten Bürgerrechte alle rauszuziehen und so weiter. Es hat nur keinen Sinn, weil es bei Friedensschluss genau auf den 28.10.1918 zurückgestellt werden muss. Weil das Kaiserreich muss bärenrein übergeben werden. Es darf keine Einfluss der Weimarer Republik drin sein. Und auch das, was also die Regierung des Kaiserreichs bis zum 28.10.1918 beschlossen hat, muss wieder hergestellt sein. Genau, exakt dorthin. So, und dann, habe ich gerade erklärt, muss dieser Weser von dort aus die Rechte neu festlegen und vergeben. Und wir wollen natürlich auch, dass das wird. Da setze ich mich auch ganz sehr dafür ein. So. Ich bin aber eben nur ein kleines Licht in dem großen Weltenradgetriebe. Wenn die Leute der Meinung sind, dass ich das handeln soll, mache ich das gerne, aber wir sind eine ganz kleine Gruppe. Ne? Und deswegen lehne ich mich nicht weiter aus dem Fenster, als dass ich euch erkläre, wie die Vorgehensweise ist. Und bitte prüft die Leute, die sich da so vorne randrängeln, ob die wirklich das wollen und das erreichen können und keine Fehler machen, dass es dann wirklich auch funktioniert. Ja, deswegen erkläre ich es jetzt, wo noch keine großen Aktivitäten laufen, damit ihr das Wissen habt und dann auch merkt, wenn da irgendwelche Leute mit den Ambitionen, Staatskarossen zu fahren, sich vorne ranschieben. Ihr wisst jetzt, was ist denn los? So, also, gut, wir haben das jetzt geklärt. Nochmal als Beweis, geht einfach mal auf den alten Friedhof und da guckt ihr euch mal an, die Grabsteine, die so um 1918 sind, also Sommer 1918. So, steht da irgendwie Hans Meier Hans aus der Familie Meier oder Hans aus dem Hause Meier auf dem Grabstein oder steht da nur Hans Meier drauf? So, und da kann man mal eine Strichliste machen.
wo das normale Malben sind und wo da so was Komisches steht. Und da wird er feststellen, 1918, also es geht nur um den Zeitraum 1918, also kein Grabstein, der von 500 noch was ist. 1918. Da wird er feststellen, dass die alle diese ganz normalen Namen hatten. Ganz normales Papier. Einfach. Ne? Der Amtmann ist eben hier zu seinem Schreibwarenleuten im Ort gegangen und hat einem geguckt und so einen Stapel Papier geholt und dann hat er das Papier aufgebaut und dann ist er 4 Wochen später wieder hingegangen, hat sich den nächsten Backen Papier geholt. Es war kein einheitliches Amtspapier. Es hat es nicht gegeben. Und wenn war es in dem einen Ort so und im anderen Ort so. Also lasst einfach das weg. Kümmert euch um die Aufstellung einer Wahlkommission und da kommt jetzt das sogenannte Ersitzungsrecht zum Einsatz. Auf der einen Seite habt ihr die Legitimation, weil ihr dem Verfassungsnotstand abhelfen wollt. Das ist unabhängig immer, also Notstandsrecht von 1914 möglich. Eine bessere Absicherung kriegt ihr, indem ihr das über das Ersitzungsrecht der Kirche macht. Weil die Kirche war zu Kaiserszeiten eine Amtsinstitution. Das wurde erst durch die Weimarer Republik aufgeweicht und rechtsunwirksam aufgehoben. So muss ich es mal sagen. Die Weimarer Republik konnte das staatliche Recht nicht aufheben. Das ging nicht. Auch das Stack, was da hier rumschwebt, das ist eine Erfindung der Weimarer Republik. Also das Gleiche wie beim Banküberfall, dass der Bankräuber die Gesetze macht, weil er die Waffen hat. Aber eben nur so lange, wie er eben noch an der Macht sich halten kann. Wenn das Euro- und das EU-System umgefallen ist, werden die Amtmänner in der Stadtverwaltung merken, oh Scheiße, ich bin ja in Privathaftung und habe überhaupt die kaiserliche Gesetzgebung gemacht. Und jetzt ziehen sie mir eine drüber. Haus weg, Auto weg, Frau weg. Und ich habe einen Kredit an der Backe, weil ich muss ja an meiner Privathaftung alle Schaden, den ich angerichtet habe, in meiner Dienstlichkeit, weil ich eben im Auftrag gehandelt habe. Aber ich habe ja gehandelt, ja, im Auftrag oder ne, dann der Auftraggeber wird sagen, ich habe es nicht bestellt. So, da seid ihr halt sie gearschen. Ne? Und wenn er den Leuten was ausstellt, was nicht korrekt ist, also zum Beispiel Thema jetzt Geburtsurkunde, könnt ihr euch mal den Spaß machen, zieht mal aus dem Geburtenregister, wo ihr geboren seid, einen Auszug. Und verlangt mal diesen unbestätigt. Ich mache es mal in Augenzwinkern. Was ist denn da los mit dieser Bestätigung? Wenn ihr euch das Siegel genau anguckt, werdet ihr merken, Söhle-Urla-Kreis oder was gibt es da noch für komische Kreise, Söhle-Holzland-Kreis und so weiter. Wann waren denn diese Kreise gegründet? Das wurde irgendeine Nachfolgeorganisation der Weimarer Republik, die 2004 oder irgendwann sich in die kaiserliche Gesetzgebung und Grenzen, Wahlkreisgrenzen eingemischt haben, obwohl sie selber gar nicht gewählt sein konnten, weil sie alle mit der deutschen Staatsangehörigkeit rumgehüpft sind. Und da wissen wir ja, dass sie ungültig sind. Also sind diese Kreise und diese Siegel, können sie alle noch Pfeife rauchen. Eine gültige Geburtsurkunde muss mit einem Siegel bestätigt sein, was 1918 schon gegeben hat. Und zwar vor dem 28.10.1918. Und da müsst ihr einfach nur mal gucken, ob dieses Gemeindesiegel, was dort verwendet wird, aus dieser Zeit stammt. Und alles andere ist nach Siegelordnung nicht staatlich fertig. Ganz einfache Sache. Und aus diesem Grund müssen wir Wahlkommissionen gründen, die alten Siegel verwenden aus der Zeit von 1918 und dann lediglich außenrum staatliche Wahlkommissionen rummachen und dann wird das Gründungsdatum eventuell noch rein. So, und jetzt kommt das sogenannte Entsendungsschreiben zum Einsatz. Ihr wisst ja, Schadler zu Pflugscharen hat sich gegründet 1978. Ja? So, und dann gibt es nach dem altdeutschen Recht das sogenannte Ersitzungsrecht. Das heißt, wenn man 30 Jahre lang als Kirchgemeinde tätig wurde, kriegt man die alten Kirchenrechte zugeschrieben. Das ist keine Amtshandlung, sondern das ist einfach nur ein Fristablauf. Die Gemeinde muss also 30 Jahre lang gearbeitet haben und dann wird die auch in die Amtsgeschäfte so eingezogen, als hätte sie schon ewig bestanden. Ja, und zwar zurück bis Jesus. Ja, das sind die alten Rechte, ne? Weil Gemeinde können sich gründen, die können sich ausgründen. Es wird dadurch der rechtliche Stand ja auch nicht verändert. Wir mussten es ja 2008 aus der großen Landeskirche lösen, weil sie Betrug gemacht haben mit den Freimachern. Die Freimacher Verträge, also das ist Verrat am Evangelium, die dort beteiligt worden hätten aus der Kirchgemeinde auch sofort ausgeschlossen werden müssen. Er wisst natürlich, dass die Landesbischöfe und die ganzen Verräter ihre Posten nicht räumen, aber wenn Jesus wiederkommt, wird er mit der Peitsche die Leute aus seinem Tempel rausschmeißen. Und zwar ganz brutal. Und die Leute, die diesen Verrat nicht unterstützt haben, weil sie es im Kirchenvorstand und was auch immer weitermachen mit diesem Freimacher-Dreck, die werden genauso die Peitschenhiebe spüren. Und da werden so, oh, der liebe Herrgott, der schläft uns jetzt, habt ihr verdient, Freunde, weil ihr einem Verräter seid. So, bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es nur eine ordentliche Taufe, bei uns fliegt jeder Freimacher raus. Knallt denn los. Wenn das dem nachgewiesen ist, dass er im Rotary-Club, Lions-Club, was auch immer war, Wiedersehen.
Und das, was der beschlossen hat, wird rückabgewickelt. Ganz einfach. So läuft das bei uns. Und da sind wir, da nehmen wir auch keine Entschuldigung entgegen. Wer Verrat und Freimaurerei und deren Unterorganisation, da gibt es Tausende. Und CVJM ist auch schon ein Grund, jemanden rauszuschmeißen, weil der CVJM ein Freimaurerkonstrukt ist. Ganz einfach. Ja, gut, ich komme jetzt schon wieder ins Schwärmen, ich merke das schon. Also, ihr werdet merken, dass ihr von dem Geburtenregister keine unbeglaubigte kriegt, damit ihr nicht zu eurem Pastor gehen könnt, der dann als Amtsperson im Prinzip dort das richtige Siegel drunter setzt. Und wir werden uns jetzt auch noch ein Siegel machen, was auf die alten Kirchenrechte aufsetzt. Da haben wir das Recht, weil die 30 Jahre sind bei uns rum. 1978, also wären 1988 wären 10 Jahre, 1998 20. 2008, 30 Jahre, da haben wir also das Kirchenrecht ersessen. So, und jetzt haben wir 2015, also 2018, das ist also in 3 Jahren oder knapp 3 Jahren, aber haben wir bald 2018, hätten wir dann, also Sommer 2018 hätten wir dann 40 Jahre, das wäre also eine richtig runde Zahl, die müssen wir natürlich ordentlich feiern. So, also wir haben offizielle Kirchenrechte und dürfen also auch Entsendungsschreiben machen. Das heißt, wir können Leute delegieren, die nach unserem Kirchenrecht Mitglieder sind. Also das heißt eine ordentliche Taufe. Ordentliche Taufe ist mit Untertauchung und mit der alten Tauflehre. Da haben wir so Partnergemeinden, die das machen. Und feuchte Segnung der evangelischen katholischen Kirche erkennen wir ja an. Die können ja Mitarbeiter sein. Also Mitglied kann ja jeder werden, ob er getauft ist oder nicht. Aber Leitungsfunktion kommt nur Leute rein, die eine ordentliche Taufe haben. Und die auch gleichzeitig in Sachen Recht und Kaiserreich so fit sind, dass sie zumindest auf dem Wissensstand der Bürgerrechtler sind, die aus dem Altgermanismus kommen, mit denen wir ja auch eng zusammenarbeiten, weil dieses Wissen, was die Leute haben, ist einfach phänomenal. Auch die alten, ich habe auch kein Problem, wenn neben mir einer sitzt, der aus dem alten Schamanismus kommt, wo viele sagen, wie können Sie denn mit solchen Satanisten an einem Tisch sitzen? Was hat denn Jesus gemacht? Hat er nichts anderes gemacht? Da hat sich die Leute auch angehört. Ja? Auch mit Cornelius hat er an einem Tisch gesessen. Da war römischer Soldat. Teil der damaligen Besatzungsmacht. Aber ein Mann, der in ganz geradlinig gelaufen ist, könnt ihr ja dann mal nachlesen, Apostelgeschichte und so weiter. Ja, das müsst ihr begreifen. So, und man muss mit den Leuten auch arbeiten. So, und momentan sind das auch die zuverlässigsten Leute, die sich mit ganzem Herzblut dort reinknien. Ja, ich weiß, dass die aus diesem Altgermanismus da so verwurzelt sind und mit dem. Die kommen dann immer an mit dem Wodan und mit, oh, ich sage, Leute, denkt doch mal nach. Was haben wir denn für ein Zeitalter, was uns kommt? Das wissen die alle. Das sagen, ja, da kommt ja das neue, die neue Zeit. Dann überlegt doch mal, was das sein könnte. Und dann irgendwann schaltet das hier um, sagt, scheiße, das ist ja das 1000-jährige Reich. Wer hat denn da Sorgen? Ups. Ja, Jesus klar. So, und da wissen wir natürlich auch, dass dieser alte Kalender ja wieder zum Einsatz kommt. Deswegen habe ich ihn auch immer schon. Nee, das ist auch ursprünglich. Ja. Wir haben also heute hier den 18. Dezember. Der 18. Dezember entspricht 7. der 10. Lunation 2000, 6002. Ne? 10. Lunation 6002, der 7. Das ist hier der gleiche Tag wie der. Also wir hätten morgen hier nach dem altgermanischen Kalender Feiertag. Zufällig fällt es mir auf den Sonnabend, ist aber immer nur der 7. Tag nach dem Neumondtag. Ihr seht ja den Neumondtag, hier 7. Und diesen alten Kalender machen wir. Also ich habe morgen auch nur ein abgespecktes Programm, das, was ich die Woche nicht geschafft habe. Keine große körperliche Arbeit, wirklich mal entspannen, auch mal zur Ruhe kommen. Und das praktizieren wir. Soweit wie es geht, versuchen wir das mit den geschäftlichen Abläufen und den Erfordernissen, die wir haben, in Einklang zu bringen. Manchmal lässt sich es aber einfach nicht vermeiden, weil man als Krankheit oder was weiß ich, eine Woche der Niederlage, habe das ja erfahren, ja, dass ich mal mit einer Lebensmittelvergiftung hier in einer alten Thunfischbüchse, oh, was war denn das gleich, Soupinier oder irgend so eine Marke von Lidl, von Penny, hat es mich schon komplett zerlegt. Na, ich habe auch alles, was ich in der Woche vorher gegessen hatte, hatte ich alles schon da, lag im Kühlschrank, habe ich halt aufgebaut, war aber alles in Ordnung. Ja, also Brot, von Brot passiert ja nichts. Ja. Ja, und nach der Fischfilet 2 Stunden ging mir es dann so übel und da war die ganze Woche gelaufen. Und diesen Arbeitsrückstand muss ich jetzt nur jetzt aufarbeiten. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal die Videos nachgeschoben, die eigentlich schon vor 3 Wochen hätten fertig sein müssen. Aber ich habe jetzt das Thema erstmal durch. So, dann, was haben wir noch? Gerichtsvollzieher wollte ich nochmal was sagen. Also, die Gerichtsvollzieher sind ja auf Grundlage der Gerichtsvollzieherordnung jetzt als Privatperson unterwegs. Ja? So. Und ihr müsst ja auch, wenn ihr diese Vermögensauskunft machen sollt,
habe ich euch ja auch in dem Teil D erklärt, wie ihr das dann zu unterschreiben habt. So. Und wir wollen also, dass am Ende wieder ordentlicher Rechtsstaat zustande kommt, also die wirklichen Gerichtsvollzieher ordentlich bestellt werden und dass auch ordentliche Polizei herbeigeholt wird und vom Amtsmann ernannt wird. Und diese Polizei wird sich dann diese Scheinrichter und Scheingerichtsvollzieher zur Brust nehmen. Und zwar nach der kaiserlichen Gesetzgebung. Das ist das, was ich schon sagte. Und da werden die auch mit entsprechender Bewaffnung und staatlichen Aufgebot aufgesucht werden. Und sagt, dort ist eure neue Wohnung und das, was ihr meint zu besitzen, was ihr dem Volk hier gestohlen habt, mit Amtsanweisung, was weiß ich, das könnt ihr da dort den Leuten geben, denen es zusteht. Ja, und da wird der Staat das Eigentum von den Leuten neu verteilen. Und da können sie froh sein, wenn sie nicht die 6 Jahre absitzen dürfen, die nach der Amtsanweisung eines Richteramts vorgesehen sind im kaiserlichen Strafgesetzbuch. Werden wir alles regeln. Also die Friedensbewegung hat ja da umfangreiche Sachen schon ausgearbeitet, habe ich großteils auch mitgewirkt. Und dort ist es eben vorgesehen, eben eine Kennkarte auszustellen denjenigen Leuten, die an der Aufarbeitung des Unrechts beteiligt werden. Die werden also strafmildernd die Umstände kriegen, wenn sie eben wahrheitsgemäße Angaben machen zu dem, wie es wirklich gelaufen ist, niemanden verheizen. Und dann werden die auch geschont und werden nicht mit dem vollen Strafmaß und haben natürlich dann auch das Recht, Leute anzuzeigen, die nicht ans Leder wollen. Ja, weil sie sind ja in dem Wiedergutmachungsprozess drin und dann werden sie auch dann nicht befolgt. Aber da erwarten wir natürlich gnadenlose Offenlegung von dem ganzen Dreck. Wer hat wem was angewiesen, wer hat wen entrechtet, wer hat wem illegal Amtshilfe gewährt, damit unrechte Vorgänge, Enteignungen und so weiter passieren. Und dann wird dieser ganze Dreck lückenlos aufgeklärt. Also da stehe ich mit meinem Namen dafür, dass ich das mache. Und zwar immer in Verhältnismäßigkeit der Mittel. Diejenigen Leute, die sich eben in die Wiedergutmacher integrieren wollen und dann auch mitarbeiten und sagen, ich kenne den noch von früher, der hat mich in die Loge reingebracht, hat mich dann erpresst mit meiner Familie, ich hatte ja gar keine Wahl. Werden wir alles anerkennen, werden wir alles prüfen und gucken, ob es wirklich so ist. Und dann werden wir mit den Leuten auch so verfahren, dass wir eben nicht Auge um Auge machen. Man müsste sich ja vorstellen, also was jetzt in den letzten 14 Tagen rausgekommen ist an den Kriegsverbrechen der letzten Zeit, durch die Dokumentation jetzt entstanden sind. Da wissen wir ja, die Obergrenze liegt jetzt wohl der letzten Schätzung von sogar 13,5 Millionen, wie ich jetzt vor uns erfahren habe. Also wenn jeder dann Auge um Auge machen würde und 13,5 Millionen waren es wohl, glaube ich, letzte Schätzung, nochmal Tote anrichten würde, ich meine, das muss ja nicht sein. Ne? Aber das Unrecht, was begangen worden ist, muss natürlich rückabgewickelt werden. So. Und das Mindestangebot ist das, wo der Schaden entstanden ist, verdoppelt, ne, weil es ja unrechtmäßig war, und die Zinsen obendrauf, die 17%. So, da kommen natürlich ordentliche Wiedergutmachung zustande und dann muss man mit diesem, ja, Wiedergutmachung auch dann mal zufrieden sein. Das ist auch ein Level, wo ich dann sage, okay, passt so. Aber das will ich eben erstmal haben und nicht bloß versprochen kriegen. So, und dann werden wir uns sicherlich einigen. Und meine Marschrichtung ist, eine große Halle schaffen, damit wir unsere Arbeit auch in einer großen Weise fortführen lassen, dass wir Veranstaltungen machen können, dass wir Videoaufzeichnungen, dass wir Handwerker unterbringen können, dass wir Bühnenbauer und was da alles dazugehört. Das ist die Marschrichtung. Das werde ich mit dem Geld der Wiedergutmachung, der Zerstörung der Zeitdokumente bezahlen. Das ist meine Vorgehensweise. Wir brauchen eine ordentliche Verwaltung, eine regionale Verwaltung, eine entsprechende Halle, Veranstaltungsraum, was auch immer, da geeignet ist für uns. Und wo wir nicht in einer alten Fabrikhalle mit durchgeklappten Scheiben sitzen. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist das Angebot, das ich ja mache. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann werden sie eben die 6 Jahre einsetzen, die sich ja ein Richteramt oder Gerichtsvollzieheramt angemaßt haben. Dann habe ich auch kein Problem, wenn die dann in russischen Gulag entsendet werden. Da haben wir ja sicherlich dann ein Abkommen zur Rekultivierung der ganzen Strafgefangenen in Russland und die haben da langjährige Erfahrung, wie sowas läuft. Da mache ich mir also keine Gedanken, dass man das nicht schultern kann. Und selbst wenn da der Beamtenapparat von 16 Millionen abgestraft werden muss, Sibirien ist groß. Also da steht genug Arbeit und Fichten, die da zu holzen sind. Da haben die genug zu tun. Da mache ich mir absolut keine Platte. So, ich denke mal, dass das Eurosystem demnächst umfällt. Der Euro und der Dollar hält sich ja nur noch durch den industriellen militärischen Komplex am Leben, was letzte Woche durch die vielen Berichte aus den, ja, ich sag mal, Whistleblowern rübergeschwappt ist. Das ist großteil auch dem, was mein Kenntnisstand, den ich habe auch DAX und so weiter,
regelmäßig beobachte. Ich komme zwar jetzt nicht aktiv dazu, jetzt nur meine Trading-Geschäfte zu machen. Ich habe auch nicht so die Zeit jetzt gehabt, weil die Sache mit der Wahl und mit dem Geburtsurkunden jetzt erstmal auch wichtiger war. Da muss man einen Börsenspieler auch mal zurückstellen. Aber interessiert mich natürlich nach wie vor. So, gut. Also, Aufgabe ist, kümmert euch um die Geburtsurkunden, seht zu, dass sie ordentlich gesiegelt sind. Und die nächste Geschichte ist das Unterschriftspad. Habe ich auch schon ein paar Mal wieder angesprochen. Bei der Gerichtsvollzieher steht da jetzt unten drunter, dass die Unterschrift, also euer Einverständnis aus irgendeiner Annahme von einem Paket oder habt ihr in der Gemeinde mal irgendwas unterschrieben, da drauf gebracht wird, um hinterher zu sagen, ihr seid ordentlich geladen worden oder habt dem allen zugestimmt, alles freiwillig gemacht und dem müsst ihr natürlich einen Riegel vorschieben und wie das geht, habe ich euch in dem vorhergehenden Teil schon erklärt. So, aber hinter eurem Rücken wird da noch mehr gemacht. Also mit eurem elektronischen Pad wird ja dann euer angebliches Einverständnis damit draufgebracht auf dem Dokument, dass ihr der Abgabe eures Bankkontos, die ganze Euro-Entrechnung, also dass ihr euch in 25.000 Euro, Zwangshypothek auf ein Grundstück eintragen, obwohl ihr vielleicht gar kein Grundstück habt, aber ihr habt dann die Schuld an der Backe, weil die Bodenrechte werden ja dann 2017 auch wieder neu vergeben. Dann habt ihr kleine Grundschuld, die euch gar nicht gehört, weil ihr habt ja den Staat gar nicht wählen können, weil ihr keine Staatsangehörigkeit hattet. Also ist alles nur Betrug. Ich weiß aber aus den Vorarbeiten anderer Leute, dass jeder von uns ein Steuerguthaben von 6.000 Euro hat. Das müsste man eben dann in Feingold umrechnen. Und dieses Feingold-Äquivalent steht jedem zu, ob er Hartz IV hat oder ob er Vermögensauskunft gemacht hat, spielt keine Rolle. Dadurch, dass ihr die Bundesstaatenangehörigkeit habt und dass die ganzen staatlichen Steuern sind ja aufgelaufen und vom Kaiser nie ausgegeben worden. Das ist ein riesengroßer Batzen Geld. Deswegen holt man ja die ganzen Leute rein, damit sie dann das Geld diesen Leuten geben, was denen gar nicht zusteht, weil sie die Staatsangehörigkeit gar nicht erwerben können. Das ist ja der Betrug, den Merkel momentan macht. Also eine Umfolgung. Da werden wir nicht einverstanden sein damit. Die Bodenrechte werden wir nicht abtreten. Ja. Ob es zum Bürgerkrieg kommt, weiß ich nicht. Die Voraussetzungen dafür liegen eigentlich wesentlich geringer als die Situation, die wir haben. Warum es nicht knallt, liegt einfach daran, dass die Leute inzwischen auch mitgekriegt haben, dass HLKO Artikel 2 eine kämpfende Bevölkerung als Armee einstuft. Und da wir alle keine ordentlichen Waffen haben, sieht es mit einem Bürgerkrieg natürlich schlecht aus, den zu gewinnen. Allerdings, wenn IS hier anfängt, die Leute zu köpfen, dann sind wir durchaus berechtigt, denen die Waffen abzunehmen und dort dann im Bürgerkrieg zu unseren Gunsten zu entscheiden. Da muss man halt einfach nur, die Skills der Selbstverteidigung und der Waffenhandhabung beherrschen. Deswegen sage ich auch jedem, geht jedes Jahr auf den Jahrmarkt, versucht mit 25 Schuss, 25 Treffer und Schwarze zu kriegen. Einfach damit ihr das Gefühl habt, dass wenn ihr euch verteidigen müsst und gegen Invasoren, also die hier reinkommen und die Leute abschlachten, dann müsst ihr wissen, wie man denn die Waffe abnimmt und wie ihr euch dann auch selber verteidigen müsst. Weil die Polizei wird sich verkriechen, die wird sich irgendwo einschließen und wird sich verbarrikadieren. Ihr werdet von diesem System keine Hilfe erwarten. Ihr müsst euch da selber helfen. Bürgerkriegswaffen, was auch immer, keine Ahnung. Lasst euch was einfallen. Momentan sind ja die Spaltäxte günstig und vielleicht tut es auch einen Spaten. Müsst ihr euch was überlegen. Also sie werden uns ja völlig rechtlos und hilflos zurücklassen, wenn das ja anbrennt alles. Bürgerkrieg wird es geben, wenn die Grundsicherung des Volkes gesichert ist. Und unter 5.000 Euro mitten in einer Währungsumstellung wird da nichts, ist das keine Sicherheit. Ne? Weil alles wegbricht. Bei allen brechen ja die Guthaben weg. Weil eine Einlagensicherung gibt es nur für die Bank, aber nicht für die Kundenkonten. Weil wenn alles umfällt, ist das Geld insgesamt weg. Und das, wenn wir euch sagen, euer Geld ist auf der Bank sicher, das ist eine Lüge. Das ist einfach so. Dann kriegt ihr noch die angeblichen Staatsschulden aufs Ohr gedrückt, die aber keine Staatsschulden sind, weil der Bund sich einfach durch Selbstermächtigung die Steuergelder einverleibt hat und einen Beamtenapparat aufgebaut hat von 16 Millionen, die überhaupt keine Beamte sein dürfen, weil eben das Kontingent auf 150.000 Beamte auf die Grenzen von 1914 verteilt sind. Also hat die Bundesrepublik, weil man muss ja dann ganz Polen schließen und was hieß das noch, Pommern oder so, das fällt ja alles raus. Also sind die Grenzen 1914, aber nee, die Grenzen von Bundesrepublik und DDR vereinigt. So, das heißt also, denen bleiben vielleicht 100.000 Beamte. Da kann man sich vorstellen, wie die Kostenverhältnisse aussehen und dass das alles nicht abzugsfähig ist. So, und diese Steuererstattung kommt ja zu den 60
1000 pro Kopf noch dazu. Also liegen wir bei einer Steuerrückerstattung von 150.000, schätze ich mal, die jeder von uns kriegt. Wo ein bisschen Rente, was sie dir zugestehen, die 235 Euro, die da so man sich im Laufe der Zeit mühsame Arbeit zusammen erarbeitet hat. Also das ist einfach nur eine Frechheit, sowas. Ne? Das wird natürlich dann ordentlich ausgezahlt. Und da gehe ich mal davon aus, wenn das System umgefallen ist, wir ordentlich Verweser haben, dass diese Gelder dann auch ordentlich ausgezahlt werden. Also natürlich auf entsprechende Rente. Ja, da mache ich mal ins Kenne kommen. Deswegen tue ich mich mit dem System nicht mehr anlegen, als es unbedingt sein muss. Das ist einfach nur ein am Sterben befindliches, verbrecherisches System, deren Tage gezählt sind. Ja, ist es nicht. Da muss ich mich mit den Leuten, die schon einen leichten Erdgeruch haben, nicht unbedingt jetzt auseinandersetzen. Das müssen dann richtige Beamte und richtige Polizei machen, die dann auch die Möglichkeiten haben, das dann auch umzusetzen. Das ist mein Verständnis dazu. Weil ich gehe mal davon aus, dass die nicht gerade zimperlich mit den sogenannten selbstermächtigten Gerichtsvollziehern und Richtern umgehen werden. Da gehe ich mal davon aus. Weil die sind ja auch sicherlich selber geschädigt worden durch das System. Es gibt ja viele Polizeier, die genau wissen, was hier läuft. Und aber eben das Unrechtssystem mit dadurch verstrickt sind, dass sie eben auch Kredite haben. So, und in der Situation müsst ihr das verstehen. So. Noch eine wichtige Geschichte. Dieses Jahr müsst ihr noch Scheiben aufsetzen, dass ihr der Gemeinde untersagt, die auf dem elektronischen Pad erzeugten Unterschriften zu verwenden. Also macht eine Löschungsanordnung und tut der Gemeinde bei Strafe verbieten, diese elektronischen Unterschriften zu verwerten. Macht eine Löschungsanforderung nach Bundesdatenschutzgesetz, weil diese Unterschriftspads sind illegal. Unterschreibt niemals auf einem Pad. Ich sage es immer wieder, wenn der Postdienst irgendwas Paket einem nicht aussendet, dann macht er eben so ein Butzemannhaus oder was auch immer und tut euren Namen wahrheitsgemäß angeben, aber macht eben um den Kragel rein. So. Damit habt ihr das Paket und der Postmann weiß auch, dass er kein Beamter ist. Ja, weil die Post ist nicht mehr immer noch die vom Gaser. So, und alle anderen Postagenturen und was auch immer, das sind nur Unternehmen. Die dürfen das eigentlich gar nicht machen, was hier läuft. Aber das ist eben der Verrat der Weimarer Republik, dass sie das angeblich privatisiert haben. Das ist aber nicht so. Da werden die auch noch blaues Wunder erleben, weil es wird alles wieder auf den alten Stand zurückgesetzt, also Schadenersatz. Das sind eben solche Sachen. So, also müsst ihr euch notstandsrechtlich behelfen und notstandsrechtlicher Behelf ist eben irgendeinen Kragel machen, das Paket annehmen, aber eben das nicht als Unterschrift werden. Also wenn es ein schwarzes Dokument ist, müsst ihr das ausdrucken lassen und dann wird mit blauen Kuli unterschrieben. Niemals diesen schwarzen Kuli vom Amt nehmen. Ihr habt, wenn sowas ist, immer einen blauen, grünen oder roten Kuli dabei, dass ihr die Unterschrift in einer anderen Farbe machen könnt als auf dem Dokument. Und dann habt ihr euer Handy dabei, dass ihr das Dokument fotografiert, damit ihr hinterher noch nachweisen könnt, das ist meine originale Unterschrift. Und wenn die dort rauskopieren und irgendwo anders draufsetzen, dass ihr sagen könnt, das habe ich nicht unterschrieben, das ist ja eine Kopie. Die ist unzulässig erstellt worden und so weiter. Weil die versuchen natürlich als euren Unterschriften als auch wieder einzuscannen. Aber das ist illegal. Ihr müsst es denen untersagen. So, und da habt ihr noch Zeit bis zum Jahresende. Denkt aber dran, dass zu Weihnachten, Silvester die Ämter zu haben und dass die Sache dann auch bearbeitet werden muss. Und widerspricht auch der Datenweitergabe nach dem Meldegesetz und so weiter. Also derjenige, der kein Personal mehr ist, da fällt ja nicht unter die Meldepflicht. Wisst ihr ja auch. Aber ihr müsst natürlich eure Rechte immer wieder neu anmelden. Also macht Standardschreiben. Wir werden dann nächste Woche noch mal über Standardschreiben verfassen. Das habe ich also auch Leuten schon zugesagt. Also rechnet damit Sonntag bis Mittwoch, dass die dann hochgeladen werden. Werden wir dann auch auf unserer Seite machen. Viele haben mich angefragt, wie man denn Jonacast kontaktieren könnte. info@jonacast.com ist die E-Mail-Adresse. Könnt ihr also schreiben, die Redaktion wird das dann irgendwann durchgucken, ich werde auch einen Teil alles kriegen. Also ihr könnt mich da immer anschreiben, wenn irgend noch was offen ist. So, ich würde jetzt das Thema jetzt erstmal abschließen. Wenn noch was sein sollte, werde ich dann noch einen Teil nachschieben, aber dann erst nächste Woche. Ja, ich denke mal, ihr habt jetzt genug Wissen, dass ihr die Fake-Schreiben der sogenannten Reichskanzler oder der Staatssimulation der Weimarer Republik durchschauen könnt. Ja, ihr wisst jetzt, wie das Siegel aussieht, wo es hin muss. Welche Siegel überhaupt gültig sein können, Siegelordnung der Bundesstaaten, in Sachsen, sächsische Siegelordnung, wo das Siegel hinkommt, wie es aussehen muss und so weiter, braucht euch nur an alten Dokumenten aus 1918 orientieren.
Und so haben die auszusehen. Und jede Gemeinde muss das Siegel haben, was 1918 schon bestanden hat. Ansonsten ist das auch ein ungültiges Verwaltungskonstrukt. Müsst ihr es einem in einer nächstgrößeren Stadt bestätigen lassen, was auch immer. Müsst ihr verstehen, ihr habt einen Anspruch auf ein Siegel, was vor 1918 ja, schon bestanden hat. So, ich denke mal, wir binden das jetzt zu. Ich lade das jetzt noch hoch, damit ihr die Woche noch arbeiten könnt. Personalausweis abgeben. Gelben Scheinrückgabe gibt es auch schon ein Standardformular, das werden wir auch am Sonntag bis Mittwoch nochmal überarbeiten. Unterschriftspad Beschwerde und Anzeige machen, dass das gelöscht wird. Ja, TTIP und so weiter, schreibt da drunter, TTIP und CETA Abkommen habt ihr nicht zugestimmt, gelten für euch eine Personaleigenschaft, haben sie inaktiv zu setzen. Also das fordert ihr fertig. Na, gut, alles klar, tschüss dann. Thank you.